mein Licht. Genau. Super, danke. Alles bestens. Ja, schauen wir mal über den Ton, dass man das ordentlich justiert. Das müssen eigentlich auch sein. Ja, hallo allerseits. Wir haben uns lange nicht gesehen durch die zwei Feiertage. Ich begrüße Sie zu unserer vierten Vorlesung. Hört man mich auch hinten? Alles okay? Gut, danke. Ja, unser heutiges Thema sind Genrebilder. Unter dem Motto ist dann, widerspiegeln Genrebilder eigentlich die holländische Gesellschaft. Aber vorher wollen wir uns überlegen, was sind eigentlich Genrebilder, was versteht man eigentlich darunter? Wichtig ist, dass dieser Begriff überhaupt erst im 18. Jahrhundert in der französischen Akademie erfunden wurde. Das heißt, dass in den Niederlanden im 17. Jahrhundert gab es diesen Begriff nicht. Es gab auch keinen anderen Begriff, keinen übergreifenden Begriff, der für die Bilder, die wir heute Genrebilder nennen. Manchmal wurde von Kabinettstücken jeglicher Art gesprochen. Nun, gemeint sind allemal Bilder, die keine religiösen Sujets oder andere Historien beinhalten, keine Porträts sind, keine Stillleben, keine Landschaftsbilder. Es sind profane Bilder, die sich auf den Alltag des Menschen beziehen. Und in den Niederlanden gab es im 17. Jahrhundert unterschiedliche Sujets, die dann auch unterschiedlich bezeichnet worden sind. Zum Beispiel fröhliche Gesellschaft, also Gesellschaftie. Wenn die im Garten spielen, dann hat man oft von Beutenpartie gesprochen, also von Gartenszenen. Manchmal sprach man auch lediglich von Tabarelke, also ein Täfelchen. Eine wichtige Gattung sind Bauernbilder. Dann gibt es die sogenannten Kortegarten, das sind die Wachstuben und Soldatenbilder. Oder es gibt die Jonkertjes und Jufertjes, also einfach junge Männer und junge Frauen. Die Bordelke, also Bordellbilder. Daneben gab es Ärztebilder. Es gab Bilder der fünf Sinne, das ist sehr häufig. Und da spielt meistens die Musik eine entscheidende Rolle. Es gab aber durchaus für diese verschiedenen Sujets bestimmte Traditionen, bestimmte Bildtraditionen und auch durchaus bestimmte festgelegte Codes. Die meisten sind 16. Jahrhundert zurückreichen, wobei hier die Grafik eine sehr entscheidende Rolle gespielt hat. Oft wurde damals in der zeitgenössischen Literatur der Begriff modern verwendet, um diese Bilder eben mit zeitgenössisch gekleideten Figuren von Historien abzuheben. Genrebilder waren außerordentlich beliebt. Viele Künstler spezialisierten sich auf ganz bestimmte Sujets, die gern gekauft wurden. Genrebilder wurden durchaus auch von der Mittelklasse gekauft, wobei die Preise sehr stark variierten. Es gab sehr billige Genrebilder, es gab aber auch extrem teure Künstler, wie zum Beispiel Gerard Dow. Interessant ist, wir haben das schon beim Porträt gesehen, dass hier eine große Diskrepanz ist von der Beliebtheit dieser Gattung und von ihrer Missachtung in der Kunsttheorie. Das Genrebild war bei den wenigen niederländischen Kunsttheoretikern wie Hoogstraten oder Leres oder Houbraken ganz weit abgeschlagen. Also an oberster Stelle sozusagen der Anerkennung, der Wertschätzung, da stand immer das Historienbild. Ich denke mir, dass das höchst aufschlussreich ist, also für uns bei der kunsthistorischen Arbeit ein methodischer Hinweis ist, weil sehr viele Kunsthistoriker, Kunsthistorikerinnen auch heute
Bilder immer versuchen, die entsprechende Kunsttheorie zu finden und die Bilder dann auf die Interpretation der zeitgenössischen Kunsttheorie zurückzuführen. Und ich denke mir, das ist ein nicht sinnvoller Zugang, weil schriftliche Quellen, auch kunsttheoretische, sind Quellen, die es zu untersuchen und zu berücksichtigen gilt. Aber dann sollte man immer das Verhältnis von der Kunsttheorie zur Praxis jeweils untersuchen. Und hier ist es eben so, dass man sagen kann, es besteht eben diese Diskrepanz zwischen sozialer Praxis und Kunsttheorie, was zum Beispiel bei einem Maler wie Hoogstraten ganz besonders eindrucksvoll ist, weil das bezieht sich zwar bei ihm weniger auf Genrebilder, aber es bezieht sich auf Trompe-l'œil, auf Stillleben, für die er ja sehr berühmt war, die er aber selber in seiner Kunsttheorie nicht besonders hoch achtet. Ja, ich möchte Ihnen jetzt einige der wichtigsten Sujets zeigen und auch zeigen, wo die praktisch ikonografisch herkommen. Und dann werden wir uns mit zwei Werken sehr genau befassen. Es gibt einige Genrebilder, die wir erst in der nächsten Stunde uns genauer anschauen wollen. Und zwar ist eine Unterordnung der Genrebilder das Interieur, mit dem wir uns dann in der nächsten Stunde beschäftigen wollen. Ich gehe hier thematisch vor, nicht wie man könnte zum Beispiel wie Wayne Franitz in seinem Buch Dutch 17th Century Genre Painting von 2004 von der Produktion einzelner Städte ausgehen. Ich möchte hier eigentlich nur anmerken, dass der Beginn der Genremalerei, also in den 10er und 20er Jahren des 17. Jahrhunderts, vor allem von Haarlem ausging und Amsterdam, dann natürlich Utrecht mit den Utrechter Caravaggisten. Amsterdam blieb das 17. Jahrhundert durch in dieser Gattung bedeutsam. Nach der Jahrhundertmitte ist es dann aber vor allem Leiden und Delft, aber auch Dordrecht und Rotterdam. Um die Jahrhundertmitte können wir eine Veränderung beobachten, die vor allem mit der Figur von Gerard ter Borch verbunden ist. Und zwar, ich zeige Ihnen diesen Vergleich, wo Sie sehen, Jan Minze Molnar, also ein typischer Vertreter der ersten Hälfte des Jahrhunderts, vielfigurige Szenen zu Szenen dann mit ganz wenigen Figuren, teilweise auch mit einzelnen Figuren, meistens von sehr derben, eher bäuerlich orientierten Szenen zu ruhigen, häuslichen, intimen, bürgerlichen, Zivilisiertheit charakterisiert eigentlich die Macht des Bürgertums, die um 1650 am Zenit angekommen war. Und dann natürlich, was wir immer wieder gesehen haben, nach 1672, also nach diesem Katastrophenjahr, gibt es einen ganz massiven Rückgang, überall, aber eben auch in der Genremalerei. Nun, lange Zeit wurde die holländische Genremalerei als Abbild der holländischen Gesellschaft gelesen, gleichsam als eine Widerspiegelung der sozialen Wirklichkeit. Das wird heute sehr wahrscheinlich niemand mehr ernsthaft vertreten. Vor allem Eddie de Jong hat gezeigt, dass in den Bildern alle möglichen Anspielungen auf Symbole, Embleme und Sprichwörter enthalten sind. Wir haben uns schon mit Eddie de Jong beschäftigt und wir werden uns noch expliziter mit diesem Theoretiker, also Theoretiker, holländischen Kunsthistoriker befassen. Es gibt zu vielen Bildern sehr, sehr unterschiedliche Interpretationen. Wir werden uns eben, wie gesagt, mit zweien sehr genau noch beschäftigen. Ich zeige Ihnen nur als Beispiel dafür, dass man eben diese Genremalerei nicht einfach als ein Abbild einer alltäglichen Situation lesen kann. Dieses Bild von Gabriel Mezu von circa 1657, man nennt es das Geschenk des Jägers. Also es liegt eigentlich auf der Hand, dass dies nicht ein Abbild einer wirklich realen Situation ist. Also das ist jetzt nicht gemeint, dass das nur ein Jäger ist, der einer Frau, die gerade mit dem Nähen beschäftigt war, ein Rebhuhn unter die Nase hält. Das Bild ist also keineswegs anekdotisch zu lesen. Eddie de Jong speziell hat hier
diese Art von Bildern sehr genau untersucht. Und zwar hat er hier die holländische Literatur, Embleme und Grafiken zu Rate gezogen und konnte einfach überzeugend zeigen, dass dort Vögel ziemlich eindeutig mit dem holländischen Wort Vogelen verbunden werden, also auf Deutsch einfach schlicht Vögeln. Das heißt, der Jäger macht der Frau ein eindeutiges Angebot. Und das kann man jetzt natürlich auch noch genauer zeigen, indem man darauf hinweist, dass auf die Statuette des Amors auf dem Kasten, der natürlich den erotischen Gehalt hier unterstreicht, wie auch die Handgeste des Jägers und die Wendeltreppe, die in das Schlafgemach führt. Auch die Pantoffeln, die Sie hier sehen, die werden wir immer wieder, denen werden wir dauernd, oder nicht dauernd, aber sehr oft begegnen, die Pantoffeln, die auf so vielen holländischen Genrebilder vorkommen, nämlich leere, also Pantoffeln, die jetzt nicht an den Füßen der Trägerin sind. Auch hier gibt es eine Unzahl von Sprichwörtern, von Redewendungen, die schon mit Sicherheit im holländischen Bewusstsein waren, wo immer dieser Pantoffel eigentlich als weibliches Geschlecht gelesen wird und erotisch gedeutet wird. Also es gibt Redewendungen, die eben heißen, man soll nicht in die Pantoffeln anderer hineinsteigen etc. Also letztlich ist auch noch unser Märchen vom Aschenputtel, ist noch sozusagen ein später Reflex dieser Vorstellung. Umgekehrt ist das Nähen, das Sticken oder das Klöppeln einfach sowas wie der Inbegriff weiblicher Tugend. Sie sehen, dass hier die Hand noch auf der Näharbeit liegt, die andere greift nach dem Buch auf dem teppichverhängten Tisch. Den Kopf wendet sie in Richtung des Mannes, aber ihr Blick scheint weder auf ihn noch auf das Rebhuhn gerichtet zu sein. Und diese Unbestimmtheit ist sehr charakteristisch für ähnliche Bilder in der Zeit. Die Forschung, also die kunsthistorische Forschung, neigte und neigt immer noch dazu, diese Bilder sehr moralisierend und didaktisch zu lesen, also als Warnung, als immer wieder als Warnungen vor, in dem Fall, vor Verführungen. Wobei sich die Forschung hier sehr einseitig immer auf Katz beruft. Ich habe den schon erwähnt, Katz, C-A-T-S, der sehr viel Literatur geschrieben hat, auch Embleme geschrieben hat, ein Buch über die Ehe von 1625, was praktisch fast in jedem Haushalt vorhanden war und der jetzt wirklich also ein großer Moralist ist und immer wieder zeigt, dass die Frauen sich hüten sollen vor Verführung, dass ihr Platz zu Hause ist und, und. Ja. Nun hat aber Newitt, ein Kunsthistoriker, gezeigt, dass es auch eine ganz andere Art von Schriftgut gab, nämlich Komödien, hier ist vor allem Bredero zu nennen, Lieder, die genau diese Form von Ambivalenz durchaus auch in der Literatur darstellen. Das heißt, die Reaktion wird gleichsam in die Rezipienten und Rezipientinnen verlegt. Das heißt, man muss sich immer fragen, Bilder mit satirischem oder vielleicht moralisierendem Inhalt, wie wirkt oder wie wirkte so ein Bild auf die Beschauer? Die Betrachter haben sich einerseits vielleicht mit der moralisierenden Botschaft identifiziert, aber gleichzeitig natürlich mit dem emotionalen Zustand der dargestellten Figuren. Und die Betrachter haben ja selbst diese Mischung aus Moral, aus Empathie, aus Selbsterkenntnis, aus Begehren und aus Humor. Das heißt, man muss schon davon ausgehen, dass unterschiedliche Betrachter unterschiedlich reagiert haben und dass diese Bilder ganz stark, und das ist so typisch für diese holländischen Bilder, ganz stark auf den Betrachter, auf die Betrachter bezogen waren und eben genau mit diesen verschiedenen Reaktionen auch spielen.
Ja, wir schauen uns jetzt unterschiedliche Typen von Genrebilder an, wobei es aufschlussreich auch ist, und das kann ich Ihnen immer wieder sozusagen als Tipp mitgeben, dass man immer wieder fragt, ja, was ist denn eigentlich nicht dargestellt? Also, dass man zwar natürlich vom Dargestellten ausgeht, aber immer auch fragt, was ist denn überhaupt nicht Gegenstand der Repräsentation? Und wenn man so auf die holländische Malerei schaut, dann fällt auf jeden Fall ein großer Bereich auf, der im Allgemeinen nie Gegenstand, fast nie Gegenstand der Repräsentation ist, und das sind Bilder der Arbeit. Wenn Sie sich die Kunstgeschichte anschaut, ist die Arbeit, die ja doch irgendwie so ein wesentlicher Bereich unseres Lebens ist, etwas, was sehr selten dargestellt wird. Es gibt aber das ist wirklich eine Ausnahme, und das ist, denke ich mir, auch nicht, also auch nicht von ungefähr, ist es eine weibliche Künstlerin, Gertrud Rochmann, die hier 5 Stiche gemacht hat von weiblicher Hausarbeit. Aber diese Art von Bildern, es ist eine Grafik und es ist eine Künstlerin und sie ist auch kaum bekannt, die stechen eigentlich hier heraus. Ja, ein besonders beliebtes Sujet waren Bauernbilder. Und auch hier fällt eben auf, dass das, was dargestellt ist, nicht Bauern bei der Arbeit sind, sondern dass die eigentlich immer in ihrer Freizeit gezeigt werden, beim Essen und beim Saufen, beim Kartenspiel, beim Rauchen und beim Tanzen. Meistens spielen diese Szenen im Wirtshaus und meistens geht es wild und sehr derb zu. Die Tradition geht auf Bruegel zurück, also auf das 16. Jahrhundert und auf seine Nachfolge, die insbesondere über die Grafik vermittelt worden ist, wobei hier der Künstler Winkboons, der aus Antwerpen stammte, dann aber in Amsterdam arbeitete, hier ein Verbindungsglied ist. Dieses sehr derbe Bauerngenre hat sich vor allem in Haarlem entwickelt. Jan Minze Mollenaar und Adrian Brauer. Ich zeige Ihnen hier ein Bild von Adrian Brauer. Brauer, der ursprünglich, das ist sehr typisch, also was immer wieder zu sehen ist, Künstler, die eigentlich aus den Südniederlanden stammen, also ein Flame, und der dann aber nach Haarlem kam und teilweise aber auch in Antwerpen gearbeitet hat, von 1605 bis 1638, also hat er ein sehr kurzes Leben. Was Sie hier sehen, sind raufende Bauern beim Kartenspiel in einer Schenke aus den frühen 30er Jahren. Und was halt hier sehr auffällt und was unendlich typisch für Brauer ist und wo man ihn eigentlich auch unterscheiden kann, weil das niemand so durchgezogen hat wie er, ist, dass er eigentlich eine sehr klassische Komposition baut. Also wenn Sie sich das einfach rein von der Komposition anschauen, ist es praktisch eine sehr strenge, klassisch gebaute Figurenkomposition. Und das ergibt also diese Spannung zwischen einer gewissen Klassik und eben diesem niedrigen Modus, ist schon auch so etwas wie der Modus des Komischen, also wo eine bestimmte Komik auch damit produziert wird. Ich denke, dass es, also weil hier sehr oft auch in der Literatur wieder gesagt wird, es ist die Verachtung der Bürger gegenüber den Bauern, das denke ich, kann man so nicht sagen. Also einerseits durch diese klassischen Kompositionen kommt etwas anderes rüber als Verachtung. Und ich denke mir, dass es für die Bürger, die meisten Käufer waren von diesen Bildern, die Möglichkeit gab, im anderen das eigene Begehren, die eigenen Lüste imaginär auszuleben, sich zu freuen und auch unterhalten zu werden, aber sich trotzdem die Möglichkeit einer gewissen Distanz zu haben. Achten Sie auch darauf, das würden Sie natürlich jetzt im Original besser sehen können, auf die Malweise. Das ist ein fantastischer Maler, der immer Ton in Ton malt und mit einem sehr lockeren Strich. Es gibt noch etwas, worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, was man hier sieht und was bei fast allen Bildern von Brauer eine große Rolle spielt.
Es sind meistens relativ einfache Szenen, wo auf das Wesentliche konzentriert wird. Und eine der wesentlichen Punkte sind die Affekte. Die Affekte, die die verschiedenen Figuren haben, die hier aus agiert werden. Oder zum Beispiel auch in einem Werk wie diesem, den nennt man der bittere Trank. Wir wissen nicht, wie das ursprünglich geheißen hat. Wo es um einen starken Affekt geht. Und da ist dazu zu bemerken, dass die Frage von Affekten im 17. Jahrhundert ein ganz großes Thema war, was in der Literatur, aber vor allem erstmals eigentlich auch in der Philosophie behandelt worden ist, zum Beispiel von Descartes und dann von Spinoza. Und das ist ein sozusagen ein Shift, ein Wechsel, wer über Emotionen redet, weil vorher hat eigentlich nur die Theologie im Wesentlichen über Emotionen geredet und die redet über solche Art von Affekten oder Trieben nur moralisierend. Also da ist das dann schnell Gula, also Fresssucht, Trunksucht, Zorn, etc. Also all diese Dinge, das sind Todsünden. Also das wird sozusagen massiv moralisierend gesehen, wogegen im 17. Jahrhundert neben der Theologie ein neuer Diskurs beginnt, der letztlich zur Psychologie führt, aber dort noch sozusagen sehr stark innerhalb der Philosophie geführt wurde, eben vor allem bei Descartes, wo Affekte ernst genommen werden, wo sie nicht moralisiert werden, sondern wo versucht wird, sie überhaupt zu thematisieren und zu analysieren. Insofern denke ich, dass viele Bilder in der niederländischen Malerei, wo es so stark um Emotionen geht, praktisch eine Analogie bilden zu diesem Diskurs, der auch in der Philosophie geführt worden ist. Was wir beobachten können, ist, dass es eben in der zweiten Hälfte dann des 16. Jahrhunderts diese Form von massiven Ausleben von Affekten zurückgedrängt wird, dass es praktisch eine Art Zivilisierung zu beobachten ist. Allerdings gibt es durchaus eben auch Ausnahmen, wie hier Adrian von Ostade, was dann weitergeht, oder vor allem dann Jan Steen, der vorwiegend also in den 60er Jahren bis in die 70er Jahre gearbeitet hat und der durchaus sozusagen diese starken Affekte und diese Unordentlichkeit und dieses nicht zivilisierte Benehmen weiter thematisiert. Und zwar, und das ist das Besondere bei Jan Steen, der das jetzt vom bäuerlichen Milieu ins bürgerliche Milieu transponiert und eben immer wieder durchaus bürgerliche Familien zeigt, wo es unordentlich, chaotisch, nicht tugendhaft etc. Zugeht und wo natürlich auch immer, also sehr oft eine gewisse Komik auch da ist und wo auch durchaus zu den damaligen Komödien sehr enge Beziehungen sind. Er hat auch sehr oft Texte in seine Bilder integriert, wie zum Beispiel hier, wie die Alten summen, so zwitschern die Jungen. Also das heißt, so wie die Alten, wenn die Alten sich so unmöglich benehmen, dann benehmen sich auch die Kinder entsprechend. Er ist meistens sehr ironisch, sehr bissig, aber eben auch immer sehr unterhaltsam. Nun, eines der beliebtesten Sujets, vor allem der Frühzeit, sind, was ich schon erwähnt habe, die sogenannten fröhlichen Gesellschaften oder die Gartenfeste, die Gesellschapie oder Beutenpartie, wie die genannt werden. Hier möchte ich auch nochmal zeigen, wie das eigentlich, die haben eine sehr lange Tradition. Der eine Traditionsstrang geht eben bis eigentlich ins Mittelalter hinein, weil ein Teil davon sind durchaus mittelalterliche Liebesgartendarstellungen, die dann im 15. Jahrhundert aus der Buchmalerei, aus der Freskomalerei, also aus dem Höfischen auch,
in die Grafik übertragen worden sind, in das neue Medium der Grafik, damit aber auch vervielfältigt wurden, aber damit auch verbürgerlicht wurden. Und über die Grafik gibt es praktisch diese Weiterführung dann im 16. Jahrhundert. Und vor allem hier ist wieder Winkbunz, David Winkbunz, der hier also auch aus den südlichen Niederlanden in die nördlichen Niederlande kommt, der da ein ganz entscheidendes Verbindungsglied ist und wo eben dann diese Feste, also Feste, die vor allem dann im Freien gefeiert werden, wo getanzt wird, wo es um Liebelei geht, wo es um Essen und um Trinken und um Vergnügen geht, weitergeführt wird. Und Sie sehen, das ist eine wirklich ganz lange Linie vom Mittelalter, faktisch über die niederländische Malerei bis hinein ins französische 18. Jahrhundert, wo dann Watteau mit den Fêtes Galantes praktisch von dort aus gesehen etwas Neues erfindet, was aber in Wirklichkeit eine sehr alte Tradition hat, wo er dann, also Watteau, diese höfische französische Gesellschaft mit ihren unglaublich vornehmen Kleidern in die Natur hinein versetzt und wo es auch im Wesentlichen um Liebe und um Musik und um Behaltung geht. Nun, es gibt in den Niederlanden im 17. Jahrhundert gibt es eine zweite ikonografische Tradition, die hier dazukommt, wenn Sie sich das so nochmal anschauen. Und zwar ist das die Geschichte des verlorenen Sohnes. Ich zeige Ihnen Peter Arzen aus Antwerpen, der im 16. Jahrhundert viele ähnliche Darstellungen gemacht hat, des verlorenen Sohnes bei den Dirnen. Das hat natürlich jetzt, und das ist typisch noch für das 16., dass das aus dem Biblischen kommt und natürlich da wirklich einen klar moralisierenden Hintergrund hat. Aber das können Sie gut sehen, wenn Sie das mit Dirk Hals vergleichen, dass das hier sozusagen ein Strang ist, der im 17. Jahrhundert weitergeführt wird, aber weiter profanisiert wird, also weiter weggeht auch von einer, also nichts mehr sozusagen mit dieser biblischen Geschichte dann zu tun hat. Bei Winkbunz verbinden sich höfische mit bürgerlichen Elementen und Allegorien mit Genrehaftem. Winkbunz hat auch sehr viele Liederbücher, also Illustrationen direkt zu Liederbüchern gemacht. Ich möchte nochmal auf Rodney Neuwied hinweisen, der in seinem Buch Art and Culture of Love in 17th Century Holland gezeigt hat, dass die Lieder und die Liederbücher, die meistens illustriert waren, ein Teil einer Jugendkultur waren, die eben durchaus diesen sehr stark moralisierenden Interpretationen widersprechen. Also das heißt, er hat wirklich deutlich gezeigt, dass es eben diese herkömmliche kunsthistorische Interpretation, dass man das immer alles nur moralisierend sieht und immer alles nur als Warnungen sieht, dass man das so nicht sehen kann, weil es durchaus auch in der Literatur, in den Komödien, in den Liedern eine ganz andere Kultur gab. Nun, ausgehend von diesen fröhlichen Gesellschaften im Freien hat dann Peter Kodde in Amsterdam diese Gesellschaften in den Innenraum versetzt. Also das ist natürlich eine weitere Profanisierung, beziehungsweise wirkt das natürlich auf die Weise bedeutend realistischer. Und dieses Genre, also dieser fröhlichen Gesellschaften, das wurde sowohl in Amsterdam mit Peter Kodde oder mit Dirk Hals in Haarlem vertreten, oder hier Willem Buitenweg, einer der sehr jung gestorben ist, aber der ganz hervorragende Werke gemacht hat. Sie sehen jetzt hier schon eine gewisse Reduktion der Figuren, aber im Innenraum. Und da auch hier bei dieser Art von Bildern gibt es unterschiedliche kunsthistorische Lesweisen. Eddie de Jong
sieht die Karte im Hintergrund als Symbol für die Frau Welt, als, nicht als Karte sozusagen, sondern als Symbol für die Frau Welt, im Sinn von, dass hier das weltliche Treiben, das profane Treiben durchaus in einem kritischen Sinn gemeint ist. Das kann man so lesen, das muss man nicht so lesen. Man kann auch sagen, es ist einfach die, also es kommt sozusagen die Welt in Form der Karte in diesen Innenraum und die Figuren haben natürlich was unheimlich Aufreizendes, vor allem der junge Mann, der einem sozusagen den Hitlerteil entgegenstreckt. Aber es ist genau wieder so diese Spannung zwischen, ja, wie ist das jetzt gemeint, auffordernd, kritisch, wie auch immer. Die Forschung hat, ich habe das schon erwähnt, einen ziemlich klaren Schnitt gezeigt mit Gerhard Terborch, wo jetzt eben von vielfigurigen Szenen zu wenigen Figuren, zu einer Verbürgerlichung, einer Privatisierung, zu einer Betonung des Häuslichen, des Privaten, des Intimen, wo diese Entwicklung in die Richtung geht. Das ist sicher richtig, diese Beobachtung. Man kann das auch festmachen. 1648 ist der endgültige Friedensschluss mit Spanien und das Bürgertum befindet sich auf dem Zenit seiner Macht. Wir haben darüber ausführlich gesprochen. Zwischen 1650 und 1672 regiert in der Republik der Niederlande überhaupt kein Souverän mehr, sondern das sind nur noch die Bürgerschaft. Und die Käuferschicht, die konzentriert sich jetzt immer mehr auf eine sehr gehobene und sehr reiche Elite. 1652 wird der Cortegiano von Castiglione aus dem Italienischen ins Holländische übersetzt. Also der Castiglione, das ist ja der Cortegiano, das ist ja sozusagen das höfische Benimmbuch. Und das Bürgertum versucht jetzt sozusagen diese höfischen Gepflogenheiten sich selbst anzueignen. Nun, das ist sicher richtig, also dass diese Entwicklung in diese Richtung geht. Aber wie das halt immer ist, es gibt nicht diese einlinigen Entwicklungsstränge, sondern die Bewegungen sind ja viel komplexer. Und da muss man sagen, so wie ich Ihnen gezeigt habe, dass Jan Steen gewisse Dinge weiterführt, kann man auch sagen, dass es durchaus schon in den frühen 30er Jahren also Künstler gab, die ähnlich gearbeitet haben, also auch sehr wenig Figuren, nicht sozusagen diese Derbheit hatten und eine sozusagen schon so praktisch diese Psychologisierung in ihren Figuren dargestellt haben. Ich zeige Ihnen als Beispiel Jesaias van der Velde, wo Sie sehen, das ist schon auch so eine Gesellschaft, aber wenn Sie sich das anschauen, dann hat man das Gefühl, dass die Figuren irgendwie isoliert sind und sich sozusagen wie in sich hineinschauen und diese Kommunikation wie gebrochen ist. Oder dieses wunderbare kleine Bild von Peter Kodde, die Frau am Spinett, die offensichtlich einen Brief bekommen hat mit einem tragischen Inhalt. Wir wissen das nicht, aber wir können das lesen, schon ihr dunkles Gewand. Und sie hält den Brief in der Hand und spielt nicht, sondern scheint sozusagen ganz, also liest auch nicht mehr, sondern scheint einfach so in sich versunken zu sein. Das Instrument steht an der Seite, das Bild an der Wand, das ist nur noch diffus, kann man fast nicht mehr ausnehmen. Das heißt, schon hier ist praktisch diese Konzentration auf eine Figur, auf wenige Figuren, auf eine psychische, komplexe, psychische Struktur hin. Und das sind durchaus Dinge, die es eben schon in den 30er Jahren gab, die wird dann mit der Figur von Terborch, wird die dann ja, sozusagen entscheidend aufgenommen. Oder, ich zeige Ihnen das noch hier, drei Bilder, die mit einer ähnlichen Thematik, Wilhelm Deuster und Judith Lester, beide, die so einen Antrag darstellen, also eine Frau, die also unten auf jeden Fall sozusagen mit ihrem Stickkissen ist und ein Mann, der ihr einen Antrag macht. Und es ist sehr unklar, wie das jetzt ausgeht. Und das sind Dinge, auf die dann Terborch nach der Jahrhundertmitte praktisch zurückgreift und das ausarbeitet.
Ja, Gerhard Terborch von 1617 bis 81 hat entscheidend an dieser das Genrebild Weiterentwicklung eben in Richtung dieser Privatisierung bürgerlicher Häuslichkeit und Intimität. Er ist in Zwolle geboren, also in Obereisel, als Sohn eines Malers. Er war einer der wenigen Künstler, der sehr viel gereist ist, nicht nur in den Niederlanden, sondern der ist nach Italien gefahren, nach Spanien, nach Deutschland, nach England. Er hat in unterschiedlichen Städten gearbeitet, in Haarlem, in Delft, in Amsterdam, in Deventer, ja, also man kann ihn sozusagen nicht auf eine Stadt fixieren. Es geht bei ihm eigentlich immer um die Beziehung zwischen den Geschlechtern, es geht um Liebe, es geht um erotische Spannung. Meistens sind nur weibliche Figuren im Bild und der männliche Partner ist eigentlich nur imaginär anwesend, so bei den vielen Bildern, wo es um Briefe geht. Briefe haben damals eine unglaubliche Rolle gespielt. Holland war das, also das ist dann ein Land, wo fast alle eigentlich lesen und schreiben konnten, was nicht selbstverständlich war damals und wo die Briefe eine enorme Rolle gespielt haben, und Briefe sind natürlich auch etwas, wo man, also wo es auch um private Dinge geht, aber gleichzeitig gab es unendlich viele Briefsteller, die einem sehr genau gesagt haben, wie man einen Liebesbrief sinnvollerweise faktisch verfassen kann. Also das hat eine große Rolle gespielt, und Terborch hat unendlich viele Briefe gemacht mit Bilder gemacht mit Briefen, nicht nur er, auch Vermeer, ein anderer Künstler. Und Sie sehen hier eine Frau, die einen Brief schreibt und eine andere, die ihr über die Schulter schaut, um zu schauen, was sie schreibt, und die sozusagen das thematisiert, was wir gerne wüssten. Wir wüssten gerne, was sie schreibt, aber wir können das nicht lesen, weil das halt ein Bild ist und kein Text, ja. Das heißt, es geht um einen Text, der aber nicht lesbar ist, aber wo wir uns alle möglichen Geschichten ausdenken können. Und dann haben wir diese Frau in dem Satin-Kleid vorne, wo man überhaupt nicht weiß, wie die jetzt eigentlich mit der Thematik zusammenhängt. Und das ist sehr typisch für Terborch. Wir bekommen den Eindruck, dass eine Geschichte erzählt wird, die aber nicht erzählt wird. Es gibt eigentlich kein Narrativ, es gibt nur so leichte Andeutungen, und das Narrativ passiert in unserem Kopf. Also wir fangen dann an, uns alle möglichen Dinge auszudenken. Ja, ich möchte noch auf ein weiteres Bild von Terborch etwas genauer eingehen. Es handelt sich um die sogenannte väterliche Ermahnung, ein Werk, das in zwei eigenhändigen Versionen existiert, die eine ist in Berlin, die andere in Amsterdam, um 1655. Also über konkrete Titel verfügten diese Bilder damals nicht. Ja. Ich möchte Ihnen das auch sozusagen mitgeben, weil wir unglaublich dazu neigen, wenn wir in einer Ausstellung, wo auch immer, einen Titel sehen, dass wir denken, das ist der Titel des Bildes, und Titel orientieren sozusagen die Aufnahme auf ein bestimmtes, also das ist nicht egal, ob wir das wissen oder nicht. Wenn wir einen Titel haben, dann sehen wir bestimmte Dinge in dem Bild und gewisse Dinge sehen wir dann eigentlich gar nicht mehr. Ja? Das heißt, wir müssen uns sehr bewusst sein und immer auch fragen, sind das zeitgenössische Titel oder nicht. Wenn es sich um Bilder dieser Zeit handelt, sind sie eigentlich nie, mit ganz wenigen Ausnahmen, sind sie eigentlich nie zeitgenössisch, sondern halt erfundene Titel. In diesem Fall möchte ich Ihnen sagen, was das bewirkt hat, dieser Titel. Also das hatte gar keinen Titel, das Bild. Ja? Aber 1765 hat ein deutscher Kupferstecher, nämlich Johann Georg Wille, für den französischen König eine grafische Kopie dieses Werkes gemacht. Und der gab dem Werk den Titel Instruction paternelle, also väterliche Ermahnung. Goethe
und seine Zeitgenossen übersetzten dies dann mit väterlicher Ermahnung. Goethe hat übrigens das nur am Rande in seinen Wahlverwandtschaften dieses Bild genommen und hat daraus ein lebendes Bild gemacht. Sie wissen vielleicht, dass im 18. Jahrhundert viele Bilder nachgestellt worden sind, also mit lebendigen Personen. Und in diesen Wahlverwandtschaften wird dieses Bild von Ter Borch nachgestellt. Das heißt, dass eben aufgrund dieses Titels, ja, dieses Bild von Ter Borch bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts als ein anekdotisches Anstands- und Familienbild gelesen wurde. Also man hat das einfach so gelesen, das ist ein Vater, der jetzt seine Tochter ermahnt und hinten sitzt die Mutter und schaut schüchtern in ein Glas. Dann hat aber Kant ikonologisch ausgerichtete Forschung und hat das vollkommen uninterpretiert und sah darin ein moralisierendes Wahnbild von der Käuflichkeit der Liebe. Und die Familie wurde zum Bordell. Das heißt, der Vater mutierte zum Offizier, die Tochter zur Hure und die Mutter zur Kupplerin. Zwischen die Finger des Mannes wurde ein Geldstück fantasiert, das allerdings weder in der Berliner noch in der Amsterdamer Fassung vorhanden war, weder ist noch, Restauratoren haben das gezeigt, noch jemals vorhanden war. Ja, also jetzt sehen Sie, jetzt wird das vollständig durch sozusagen einen anderen Titel, ja, wird das komplett uminterpretiert. Und dann gab es unterschiedliche weitere Deutungen im Sinne eines Verlobungsbildes bis zu einer Allegorie des Geschmacks etc. Aber wir sollten uns immer fragen, wenn wir so unterschiedliche Deutungen haben, sollten wir uns immer fragen, woher kommt das? Also was? Wie ist das möglich? Ja? Und es ist zu kurz geschlossen, wenn man einfach sagt, ja, das ist die jeweilige Interpretation ist halt historisch bedingt. Ich denke, es ist die Ambivalenz des Bildes selbst, nämlich die ästhetische Inszenierung dieses Bildthemas, die eben diese vollkommen unterschiedlichen und subjektiven Reaktionsweisen provoziert. In der neueren Forschung wurde gezeigt, dass die Quintessenz von Ter Borchs Frauenfiguren gerade in ihrer Uneindeutigkeit liegt. Alison McNeil Kettering hat die in weißen Satin gekleideten weiblichen Figuren Ter Borchs als Inbegriff weiblicher Idealität bezeichnet. In ihrer Schönheit, Passivität und vornehmen Zurückhaltung entsprachen sie sowohl den moralisierenden Benimmbüchern wie der damals aktuellen petrarchistischen Poesie. Und das weiße Satinkleid, das wiederum Reinheit und Reichtum gleichermaßen signalisiert, verhüllt und ersetzt fetischartig den nackten weiblichen Körper. Also das heißt, man kann sagen, denke ich, dass wir, was wir vor uns haben, ist sowas wie eine ideale Weiblichkeitshülle. Verkompliziert wird die Geschichte dadurch, dass Ter Borch selber ähnliche weibliche Figuren in weißen Satinkleidern durchaus eben auch in moralisch zweifelhaften Kontexten eingefügt hat, wie hier, wir haben das schon gesehen, in diesem Gemälde mit dem galanten Offizier. Ich denke, wenn man sich jetzt überlegt, wie hat das gewirkt auf Ter Borchs Zeitgenossen, dann denke ich mir, die haben überhaupt noch nie solche Bilder gesehen. Und ich denke, dass das genauso gewirkt hat wie heute, nämlich dass man glaubt, dass eine Geschichte angedeutet ist, die aber nicht erzählt wird. Und es gab ja auch gar keine festgelegte Bildtradition. Also es gab keine Bildtradition. Also ist es ziemlich klar, denke ich mir, dass man eben alle möglichen verschiedenen Assoziationen entwickelt. Das heißt, meine These ist, dass Ter Borch, wir werden es noch sehen, Vermeer, Hoogstraten und andere holländische Maler in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts neue Darstellungsformen entwickelt haben, deren Quintessenz die Produktion von Imagination und Ambiguität ist.
Also ich verweise in dem Zusammenhang auf mein Buch, wo ich versucht habe, das genauer auszuführen. Diese Idealität bei gleichzeitiger Unbestimmtheit hat dieser Figur eine unglaubliche Karriere beschert. Es gibt keine andere Figur, die so oft kopiert und paraphrasiert wurde von verschiedenen Künstlern. Und das bestätigt meine These. Das heißt, dass diese Figur genommen werden konnte und eben vollkommen unterschiedliche Kontexte hineingesetzt werden konnte, weil es eine Rückenfigur ist, wo wir nicht interpretieren können, was die, wie jetzt ihr Gesichtsausdruck ist oder was die tut. Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich, doch, eins, genau, ich habe mich jetzt geirrt, wir haben noch Zeit. Ich möchte Ihnen an einem kleinen Kabinettstück nochmal darlegen, dass auch diese teilweise unscheinbaren Genrebilder der holländischen Kunst teilweise wirklich eine tiefere Bedeutung haben. Das gilt nicht für alle, ja? Das ist schon klar. Was ich Ihnen hier vorführen möchte, ist die Dame vor dem Spiegel von einem Künstler Franz van Mieris, dem Älteren, etwa um 1670 entstanden. Heute befindet sich das Bild in München. Was sehen wir? Ein blauer, zur Seite geraffter Vorhang gibt den Blick frei in ein stark abgedunkeltes Interieur. Eine Frau steht schräg mit dem Rücken zu uns im verlorenen Profil, mit in der Hüfte aufgestützter Linker und betrachtet sich in einem großen, flachen Wandspiegel. Ihr Blick aus dem Spiegel trifft nicht sie selbst, sondern den Betrachter. Am rechten Bildrand steht ein Armsessel mit rotem Kissen dahinter, und das ist auch im Original fast nicht auszunehmen, ist ein kleiner Tisch mit einer Laute und einem Buch. Die rechte Seitenwand schmückt ein schwerer Teppich, und sie, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, es gibt hier, also das ist hier, man sieht das, hier sehen Sie das faktisch gar nicht mehr. Es gibt einen runden Hirsch und einen Reiter, der hier auf dem Teppich dargestellt ist. Also das sind typische Motive auf Teppichen, also sozusagen Jagdmotive. Van Mieris war einer der anerkanntesten Genremaler seiner Zeit und berühmt für seine exquisite Feinmalerei. Die Illusion von Stofflichkeit sowie eine differenzierte Farbskala zeichnen auch dieses Bild aus. Es steht natürlich in einer Tradition, in einer langen Tradition von Frauen, die sich in den Spiegel schauen bei der Toilette, wie zum Beispiel hier dieses Bild seines Lehrers, Gerrit Dau von 1667, und die weibliche Rückenfigur in Satin ist eine der vielen Paraphrasen eben nach der Frau in weißem Satin von Terborg. Nun betrachten wir diese Dame und ihr Spiegelbild etwas genauer. Ihre lässige Haltung mit dem seitlich in die Hüfte gestemmten Arm, dessen Ellbogen geradewegs aus dem Bild auf den Betrachter weist, ist außergewöhnlich. Nämlich dieser sehr selbstbewusste Gestus stand in Holland im 17. Jahrhundert ausschließlich Männern zu. Hermann Rohnburg hat in seinem Buch The Eloquence of the Body von 2004 auch die grundlegende Bedeutung von Wählstand für die bürgerliche Elite verwiesen. Also auf die Einübung körperlicher Haltungen und Praxen, die einen scheinbar vollkommen natürlichen, aber hochkultivierten Körper ausbilden sollten, um sich von den niederen Schichten abzusetzen. Also Rohnburg hat gezeigt, dass hier sowohl Benimmbücher, vor allem eben der Cortegiano von Castiglione, Kunsttheorien wie von Hoogstraten oder Leres, Theater, aber auch bildende Kunst,
sozusagen ein gewisses Idealbild, ein Self-Fashioning für das gehobene Bürgertum sozusagen konstruiert haben, um eine bestimmte Form von Körperhaltung, Gestik etc. sozusagen darzulegen. Man findet auf sehr vielen, ich habe Ihnen das gezeigt, wenn Sie sich erinnern können, auf sehr vielen Porträts Männer mit der rechten oder linken, die in der Hüfte aufgestützt ist. Und das ist immer ein Zeichen für Selbstbewusstsein. Es gibt aber wirklich keine Porträts von weiblichen Figuren mit dieser Haltung. Das heißt, wenn diese Geste eingesetzt wird, verweist sie unmissverständlich auf eine Anmaßung, auf eine Appropriation männlicher Selbstbestimmtheit. Das Samtbaret mit den Federn stammt aus dem Rembrandt-Kreis. Diese Art von Baret haben nie, also es gibt keine Porträts, die mit solchen Barets bei Frauen. Es gibt häufig weibliche Personifikationen der Unkeuschheit oder der Wollust, die so ausschauen. Aber insgesamt gibt es durchaus auch Bilder, die also jetzt nicht direkt ein Porträt zeigen, wo Frauen solche Kopfbedeckungen mit Federn haben. Auf jeden Fall kann man sagen, dass dieses Federbarett den Eindruck von Maskerade erhöht. Nun, die Pointe des Bildes ist nun aber die Diskrepanz zwischen der weiblichen Figur und ihrem Spiegelbild. Auf wunderbare, nahezu paradoxe Weise hat sich ihre Pose verändert. Im Spiegelbild stützt sie nicht den Arm in die Hüfte, sondern hat beide Arme vor den Leib gelegt. Also ich finde es sehr bemerkenswert, dass diese Differenz zwischen der Figur und ihrem Spiegelbild in der Forschungsliteratur praktisch nicht zur Kenntnis genommen wird, wie überhaupt das Bild nie eingehend diskutiert worden ist. Und die Interpretationen sind dementsprechend banal. Franitz schreibt, also sagt, die Frau ist eine Hure, die das männliche Begehren nach Schönheit wecken soll. Und im Münchner Sammlungskatalog steht, die Frau steht in einer langen Tradition der Lasterdarstellungen und darf als Mahnung vor sündhaftem Lebenswandel gelten. In der einzig existierenden Monographie über den Künstler bemerkt Naumann zwar diese Diskrepanz, versucht nun aber sie zu verleugnen, indem er sie als faktisch möglich uminterpretiert. Also der Naumann sieht das, sagt aber, es könnte sein, dass wenn man das von einem bestimmten, wenn man eine Fotografie macht, zum Beispiel von einem bestimmten Winkel, dass das so ausschauen könnte. Das ist einfach absurd. Meines Erachtens ist diese groteske Verkennung symptomatisch für eine immer noch verbreitete Auffassung holländischer Malerei in der Kunstgeschichte. Nämlich, dass holländische Malerei in der Art von Van Mieris, also in dieser Form von Feinmalerei, beschreibend sei, wirklichkeitsillusionierend, eben wie ein Spiegel. Auch wenn viele Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen, längst nicht alle, infolge der einschlägigen ikonologischen Studien von de Jong mittlerweile zugestehen, dass Motive emblematisch und symbolisch aufgeladen sein können. Übrigens, nur um das nochmal zu klären, also ich habe mir das lange im Original angeschaut, es ist, man könnte ja auch sagen, es könnte ja vielleicht ein Bild sein, es ist ganz sicher kein Bild, sondern ein Spiegel, weil er hat da extra dieses Bändchen gemacht oben, um zu zeigen, dass sich das Bändchen spiegelt, also dass es kein Bild ist, was sie anschaut, sondern ein Spiegel, und man sieht auch am Rande, Sie können das ganz gut sehen, dass sich das Blau von dem Vorhang auch noch spiegelt, also es ist sicher ein Spiegel. Es gibt viele Bilder mit Frauen und Spiegeln, die das Spiegelbild der Dargestellten nicht exakt so widerspiegeln, wie das in der Wirklichkeit eigentlich ausschauen würden.
Aber es ist sehr selten, dass wirklich eine dezidiert andere Körperhaltung gezeigt wird. Aber ich zeige Ihnen als ein Beispiel, wo das zwar nicht so extrem ist, aber doch schon angedeutet. Wer mehr spielt, Dame am Spinett von 1660. Und da sehen Sie im Spiegel einerseits, dass der Maler da seine Staffelei, also den Fuß der Staffelei, die im Bild nicht dargestellt ist, aber im Spiel, was er sozusagen ins Spiegelbild hineinholt. Aber was mich jetzt hier interessiert ist, Sie sehen die Frau, die davor steht und das Muster auf ihrer Bluse versucht durch diese senkrechte Borte an ihrer Wirbelsäule eigentlich sozusagen die Geradheit eher zu betonen, und sie hat schon den Kopf ein bisschen geneigt, aber Sie sehen, wenn Sie sich das Spiegelbild anschauen, dass sie sich im Spiegelbild stärker dem Mann zuwendet, als was wir meinen, dass sie sich ihm zuwendet. Das heißt, dass der gemalte Spiegel nicht einfach die sichtbare Wirklichkeit abspiegelt, sondern dass er das Unsichtbare sichtbar macht, nämlich ihre Zuwendung zu dem Mann. Das heißt, der Spiegel ist gleichsam auch ein Spiegel der Seele. Also ich kann hier keinen Rückblick jetzt machen auf die unendlich vielfältige Symbolik des Spiegels vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit. Aber ein paar Sachen möchte ich doch sagen, damit man das versteht. Der Spiegel ist Zeichen für ganz unterschiedliche und zwar auch wirklich gegensätzliche Bedeutungen. Er steht für das reine Abbild im Sinn der Wahrheit, ebenso wie für trügerischen Schein, für Weisheit und Klugheit, wie für Eitelkeit und Vanitas, für Selbsterkenntnis, ebenso wie für Selbstverkennung. Spiegel wurden in der Wissenschaft eingesetzt, insbesondere in der Optik, aber gleichzeitig fanden sie Verwendung in magischen Praktiken. Und diese prekäre Doppeldeutigkeit des Spiegels wurde immer wieder apostrophiert. Ich zitiere hier ein Beispiel von Raphael Mirami von 1582. Für einige, sage ich, waren Spiegel eine Hieroglyphe der Wahrheit, weil sie alles enthüllen können, was sich ihnen zeigt, so wie es der Wahrheit Brauch ist, die nicht verborgen bleiben kann. Andere dagegen halten Spiegel für Symbole der Falschheit, weil sie die Dinge oft anders zeigen, als sie sind. Zitat Ende. Nichts zeigt deutlicher die Bedeutung des Spiegels als Allegorie der reinen, unverfälschten Wahrheit, als die Verwendung des Begriffs Speculum, also Spiegel, für viele mittelalterliche Bücher. Also Sie kennen das, Speculum, Humane Salvationis etc. Die Spiegelmetapher wird im Mittelalter aber nicht nur im geistlichen, sondern durchaus auch im weltlichen und im höfischen Schrifttum verwendet. Also das Buch hält uns faktisch gleichsam den geistigen Spiegel vor, das Idealbild des tugendhaften, heiligen oder höfischen Menschen. In der Spiegelung mit dem imaginären Anderen sollen wir uns selbst erkennen und dem Vorbild nacheifern. Also in der höfischen Literatur im Mittelalter ist immer wieder dieses Wort Spekulum, also wo wir sozusagen uns erkennen sollen in einem Idealbild. Und durchaus noch in dieser Tradition beginnen die Titel vieler holländischen Bücher des 17. Jahrhunderts mit moralisierend didaktischem Inhalt mit Spiegel. Also Spiegel der zum Beispiel Prudentia, der Klugheit etc. etc. Aber bereits im Mythos von Narziss weist ja schon auf die tödliche Täuschungseffekte des Spiegelbildes hin. Und so wird der Spiegel eben durchaus auch in dieser Bedeutung dargestellt. Was ich Ihnen hier zeige, ist ein Stich von Peter Bruegel, Elk. Elk heißt Jedermann. Und da betrachtet sich Nemo, also Nemo ist sozusagen niemand, sich selbst in seinem konvexen Handspiegel.
Und die pessimistische Bildunterschrift heißt, niemand entkennt es selbst, also niemand kennt sich selbst. Also das heißt, Beugel setzt hier schon den Spiegel so ein, dass als Verkennung, dass man sich nicht erkennt im Spiegel, sondern dass man sich verkennt. Und er unterstreicht sozusagen die Unmöglichkeit einer Selbsterkenntnis. Also da wird der Spiegel wirklich zur Metapher der Selbstverkennung. Ähnlich ist das so, dass in vielen mittelalterlichen Lasterdarstellungen, Superbia, also der Hochmut, ein Spiegel in die Hand gedrückt wird. Wie bereits Augustinus hatte insbesondere Gregor der Große Superbia als die schlimmste der sieben Todsünden definiert. Ich zeige Ihnen als Beispiel hier Superbia von dem Todsündentisch von Hieronymus Bosch, wo Sie sehen, dass ein Teufel praktisch Superbia diesen Spiegel vorhält, wobei es, also Superbia geht tiefer als nur sozusagen weibliche Putzsucht oder weibliche Eitelkeit. Superbia ist wirklich als Hochmut gemeint und damit als die schlimmste aller Todsünden. Das ist, denke ich mir, für das Christentum sehr relevant, weil für das Christentum Humilitas, also das Gegenteil, Demut vor Gott, aber das ist natürlich auch Demut vor der Obrigkeit der Kirche, praktisch die größte aller Tugenden ist. Und Selbstbehauptung, Individuierung, Selbstbezogenheit, das ist eben mit dem Begriff Superbia gemeint und das ist die schwerste aller Sünden. Das heißt, dieser Spiegel hier bei Bosch ist eben durchaus auch primär ein Symbol praktisch von der Eigenbezogenheit, von der Orientierung auf sich selbst anstatt auf Gott. Und natürlich legt die Flüchtigkeit des Spiegelbildes immer wieder die Assoziation zu Vanitas, also zu Vergänglichkeit, nahe. In der frühen Neuzeit entsteht dann ein sehr enges, aber eben sehr prekäres Verhältnis von Malerei und Spiegelbild. Das heißt, mit der Frage, ist die Malerei mit ihrem Versuch der Naturnachahmung, ist das ein Spiegel der Natur? Nun, die vielfältigen und durchaus widersprüchlichen Semantiken des Spiegels waren in Holland im 17. Jahrhundert im kulturellen Gedächtnis präsent. Der Spiegel und vor allem der Spiegel in Händen einer Frau war in der holländischen Dichtung eine beliebte Metapher, und zwar durchaus in unterschiedlichen Bedeutungen als Emblem der Schönheit und Eitelkeit und Erotik, wie durchaus auch des Scheinhaften und der Vergänglichkeit. Die Theoretiker, also wie Vermander, Philips Anchel oder Hoogstraten, apostrophierten die Nähe von Malerei und Spiegelbild in mehrfacher Hinsicht. Vermander benennt die positiven und die negativen Konnotationen der Spiegelmetapher. Also einerseits verwendet er die Spiegelmetapher als höchstes Lob für die Kunst, zum Beispiel bei Van Eyck. Andererseits weiß er um die Ambivalenz des Spiegels zwischen Erkenntnis und Täuschung. Ich zitiere Vermander: Den Spiegel halten wir häufig für die Kenntnis unserer selbst. Doch wird er von Alters her für Falschheit gehalten, der nur den Schein des wahren Wesens wiedergibt, aber nicht die Wahrheit selbst. Die Parallelisierung von Bild und Spiegel meint nicht unbedingt, dass Malerei reines Abbild von Natur sei. Denn in der Aufrufung des Spiegelbildes sind die vielschichtigen Bedeutungen des Spiegels oft impliziert. Für die Malerei wie für das Spiegelbild gilt die Faszination der Illusionierung einer scheinbaren Wirklichkeit. Also wie man das immer wieder liest, Schein sonder Sein, also Schein ohne Sein. Nun, in den holländischen Genrebildern von Frauen und Spiegeln schwingen diese Bedeutungen mit. In etlichen Versionen, insbesondere in der ersten Jahrhunderthälfte, finden sich dezidierte Hinweise auf Vergänglichkeit, wie Totenschädel, Affen oder andere Vanitas-Symbole.
Und in den Werken danach der Jahrhundertmitte, wie hier eben bei der Borch, aber auch bei Dau oder bei Vermeer, haben sich diese allegorischen Verweise verflüchtigt. Nun, auch im Bild von Van Mieris finden sich keine expliziten Zeichen, keine expliziten moralisierenden Zeichen. Die Schuhe, die Sie hier wieder finden, die Laute, das Hündchen und das Jagdmotiv im Teppich lassen eine erotische Note anklingen. Aber durch das Fehlen eindeutig allegorischer Zeichen werden alle Bedeutungen des Spiegelbildes in ihrer Widersprüchlichkeit ohne Fixierung in eine bestimmte Richtung aufgerufen. Also ich denke mir, dass es sich nicht jetzt einfach um ein Genrebild mit einer eitlen Dame vor dem Spiegel handelt, wird schon daher klar, dass der Flachspiegel, ich hoffe, dass Sie das sehen können, über den Rand von der Mauer hinausgeht, was sozusagen in einem normalen Interieur undenkbar wäre. Ja? Also schon das gibt auch dem Spiegel so eine besondere Bedeutung. Nun, es gibt, wir kennen ja Werke, in denen das Spiegelbild die Dargestellte nicht abbildet, sondern wo sozusagen aus dem Spiegelbild heraus entweder ein Totenkopf, wie hier bei diesem Doppelporträt des Ehepaars Burgmeier von Lukas Furtenagel, der Fall ist, oder eben in Fällen zum Beispiel bei Superbia, bei Bruegel, wo dann eine amphibienhafte Fratze hinausschaut. Also wir kennen, dass das jemand in den Spiegel, also so dargestellt wird, dass die in den Spiegel schauen und dann kommt eben ein Totenkopf oder irgendwas Verzerrtes, was da wieder raus schaut. Aber bei Van Mieris ist es genau umgekehrt. Ja? Also es ist nicht so, dass eine schöne Frau in den Spiegel schaut und ihr schaut ein Totenkopf oder was Verzerrtes entgegen, sondern es ist umgekehrt. Also dieses Verhältnis von idealem Bild und Verzerrung dreht sich um. Das Antlitz der Dame, von der wir ja lediglich das verlorene Profil sehen, wird im Spiegel ganz und vollkommen. Ihr durch die Drehung unvorteilhaft gezeigtes Gesicht wird schön. Ihre für das zeitgenössische Weiblichkeitsverständnis schlampige und anstößige Haltung wird korrigiert. Die Haltung wird aber nicht lediglich korrigiert. Die weibliche Büste im Spiegelbild ist einer Dreieckskomposition eingeschrieben und entspricht somit den Weiblichkeitsbildern, Idealbildern der Hochrenaissance. Also ich zeige Ihnen als Beispiel, ich könnte Ihnen genauso gut einen Raphael zeigen, aber ich zeige Ihnen jetzt hier die Mona Lisa von Leonardo. Also das Prinzip ist eine weibliche Büste, leicht schräg in den Bildraum gesetzt, beide Arme wie auf einer Brüstung aufgelegt, der Blick aus dem Bild auf den Betrachter gerichtet. Es ist insgesamt eine in sich ruhende Komposition, die Harmonie und Souveränität ausstrahlt. Die Pose der weiblichen Figur im Spiegel zitiert das Renaissance-Idealbild von Weiblichkeit. Ja, wie ist das jetzt alles zu deuten? Also ich möchte nochmal die harten Tatsachen festhalten. Nämlich die Diskrepanz zwischen dem Bild der Frau und ihrem idealisierten Spiegelbild. Das Wissen um die unterschiedlichen Bedeutungen des Spiegelbildes bei gleichzeitigem Offenhalten der Deutung durch Verzicht auf eindeutige Zeichen. Die Effekte dieser Inszenierung sind vielfältige und durchaus unterschiedliche Assoziationen, Gefühle und Gedanken bei den Betrachterinnen. Das Bild liest sich wie ein gemalter Kommentar zur Frage des Abbildcharakters der Malerei. Also die Feinmaler, deren ja sehr prominenter Vertreter Van Mieris war, wurden ob ihrer glatten Malweise gerühmt, die keinen Pinselstrich zeige und deswegen gar nicht wie Malerei wirke, sondern eben wie ein Spiegel der Natur. Ist nun aber Malerei in der Tat ein Abbild der Natur wie ein wirklicher Spiegel? Die Antwort lautet freilich nein. Malerei ist nicht Mimesis. Malerei kann Unsichtbares sichtbar machen.
Die Assoziationen über das Verhältnis zwischen der Dame und ihrem Spiegelbild sind wohl auch zu Van Mieris Zeit in unterschiedliche Richtungen gelaufen, genderspezifisch, abhängig vom Bildungsgrad und von der individuellen Fantasie. Wenn man davon ausgeht, dass das Spiegelbild gleichsam das Innere der Frau repräsentiert, also denken Sie an das Beispiel von Vermeer, und gleichzeitig im Bewusstsein hat, dass der Spiegel ebenso für Selbsterkenntnis wie für Selbstverkennung steht, für Wahrheit wie für Täuschung, ergeben sich meines Erachtens folgende Interpretationsmöglichkeiten. Die Frau sieht in dem Spiegel sich selbst und doch nicht sich selbst. Sie erkennt und verkennt sich. Sie sieht ihr Ideal-Ich. Ihr forscher, anmaßender Gestus passt zu dieser Form der Selbstüberschätzung. Wir, gleichsam die Beobachter zweiter Ordnung, sehen sie und ihr Spiegelbild zugleich und können die Differenz erkennen. Somit ermöglicht das Bild eine gewisse Form von Erkenntnis für uns, eine Einsicht über die Grenzen der Selbsterkenntnis, das Begreifen, dass das Bild, das wir uns von uns selbst machen, immer schon ein Bild ist und dass dieses Bild von bestimmten Codes und Traditionen geprägt ist. In Holland hat die gesellschaftliche Elite in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aufgrund der fortgeschrittenen bürgerlichen Entwicklung neue Formen der Subjekterfahrung gemacht, in der dem Bereich des Psychischen eine gesteigerte Aufmerksamkeit zuteil wurde. Auch wenn in dem Bild sicherlich noch das negativ konnotierte spätmittelalterliche Motiv der Superbia Vanitas mitgemeint ist, also deswegen ist es ja auch eine weibliche Figur, geht die Aussage des Bildes auf der Ebene des Sichtbaren über diese moralisierende Ebene hinaus. Hier verstößt Superbia nicht gegen das Prinzip der Humilitas. Das Problem ist nicht die schiere Tatsache der Selbstbespiegelung. Das Problem ist gleichsam ein innerpsychisches geworden. Also es liegt in der Selbstbegegnung des Individuums mit seinem Spiegelbild und den damit verbundenen Verkennungen. Auf der Ebene des Sichtbaren wird eine moderne Vorstellung des Subjekts entworfen, die bereits auf spätere Formulierungen wie Lacans Ausspruch "Ich ist ein anderer" vorausweist. Also das wäre sozusagen die eine Lesweise. Es gibt aber natürlich, meines Erachtens kann man das Bild auch ganz anders lesen. Nämlich die Diskrepanz zwischen der weiblichen Figur und ihrem Spiegelbild kann aber auch auf die Wahrnehmung der Betrachter bezogen werden. Der Spiegelblick wendet sich ja an diese und nicht an sein Original. Somit ergibt sich eine triadische Beziehung zwischen der weiblichen Figur, ihrem Spiegelbild und dem Betrachter oder der Betrachterin. Der Spiegelblick der weiblichen Schönheit, der sich an den primär wohl männlich gedachten Betrachter richtet, findet sich auch in dem Bild, was ich Ihnen von Dow zum Beispiel gezeigt habe. Diese Blicktriangulierung geht auf Tizians Venusbild zurück und dann Rubens und Velázquez. Also Sie kennen sehr viele Bilder von Venusfiguren, die in den Spiegel schauen und der Blick praktisch geht zum Betrachter. Wir haben diese Triangulierung vor uns. Ich könnte mir denken, dass das Spiegelbild von Mieris das Begehren des Betrachters, seine Wunschvorstellung einer idealen Frau auf das verweist und ihn gleichzeitig auf die Diskrepanz mit der Realität verweist. Also dass der Betrachter sieht einerseits das Spiegelbild, das ist sein Idealbild, und gleichzeitig sieht er die Realität und diese, dass es um diese Triangulierung auch gehen könnte. Für weibliche Betrachter werden sich wohl anders geartete Assoziationen ergeben haben, vielleicht im Sinne einer moralischen Botschaft, der Speculum-Lektüre, also als eine Aufforderung, sich diesem idealen Spiegelbild anzuverwandeln. Ich denke, man könnte das jetzt auch nochmal ganz anders lesen, also man könnte diese forsche Hand, also Haltung sozusagen so lesen, dass die Frau dieses Idealbild im Spiegel sieht und sich sozusagen mit ihrem Selbstbewusstsein sagt, ich pfeife auf dieses Idealbild. Ja? Ich bin ich und ich bin eben anders und ich brauche nicht so zu sein wie dieses Idealbild. Also das heißt, ich denke, dass man, also dass man sozusagen die,
dass man das Bild nicht vereindeutigen kann. Es ist nicht beliebig, es ist absolut nicht beliebig. Ich hoffe, dass ich Ihnen das gezeigt habe. Es geht immer sozusagen um diese Diskrepanz von Erkennung und Selbstverkennung, von Ich und Spiegelbild. Aber wie man das jetzt faktisch zusammenbindet, da denke ich mir, das scheint mir sozusagen eine semantische Offenheit zu sein. Also das heißt, wie jetzt der Betrachter oder die Betrachterin dieses Verhältnis von sogenannter Wirklichkeit und Spiegelbild mit Bedeutungen auflädt, das denke ich mir, wird einfach unterschiedlich sein. Und ich denke auch, dass der Blick aus dem Spiegelbild auf den Betrachter eine gewisse Appellstruktur hat, um sozusagen die Betrachter aufzufordern, das Bild, auf das Bild zu reagieren und das zu semantisieren. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass das auch in der Zeit von Van Mieris so war, wo, Sie müssen sich vorstellen, wie neu das war für die damaligen Zeitgenossen. Wir sind ja an viel mehr Bilder oder an all diese Dinge gewohnt, aber damals war das ja relativ neu, dass es solche Bilder gab, profane Bilder, die jetzt nicht eine klare Tradition haben, sich nicht direkt auf einen Text beziehen. Und insofern denke ich, dass das für die sozusagen dieser ambige Inhalt noch viel ambivalenter eigentlich gewirkt haben muss wie für uns. Und ich denke, und das ist sozusagen eine der Sachen, die ich versucht habe in meinem Buch zu zeigen, dass eben eine Bedeutung dieser holländischen Malerei, wo ich meine, dass das in der Literatur bis jetzt zu wenig gesehen worden ist, dass diese Bilder, die eben sehr oft diese psychische Ambivalenz zeigen, diese Undefiniertheit, dass die etwas produziert haben in den Betrachtern und eben sehr stark beigetragen haben, so etwas zu produzieren wie eine neue Form von Subjektivität. Also ich glaube, dass Bilder ja nicht einfach etwas abbilden, sondern etwas produzieren in denen, die sich mit diesen Bildern auseinandersetzen, und dass eben diese produktive Kraft dieser Bilder darin lag und auch immer noch liegt, so etwas wie Subjektivität, Imagination selber herzustellen. Ja, danke schön.